Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. So, in der letzten Folge haben wir Monster abgeschlossen. Hab gesehen, dass Kairi eine leblose, naja, nicht unbedingt leblose, aber eine herzlose Puppet geworden ist. Eine Puppe, die sich nicht mehr regen kann. Wir haben Sportfreunde bekommen, wodurch wir so schön wunderbar hoch springen können. Und sind jetzt nochmal zurück nach Service gegangen, weil es gibt hier noch, hier oben, müssen wir noch mal ein paar so Sachen spielen, so mit dir spielen wir so. Das haben wir alles. Ein Engelsreif spielen wir mal. Ich weiß ja nicht genau, was der jetzt gemacht hat, aber toll. Für den Rest fehlt uns noch so einiges. Haben wir aber jetzt mehr freigeschaltet. Nee, aber gewünschte Anzahl von Gegenständen, die du bastelst, kriegst du ja mehr. So, Engelsreif. Oh, super. Ist ja jetzt okay. Das war's. Ist okay. Angriffskraft, Abwehrkraft, Angriffs- und Abwehrkraft. Komm, kriegst du Engelsreif, dann bist du wenigstens lange dabei. Na, ich hätte eigentlich schon umgegangen. Hätte eigentlich umgehen können, aber ist ja egal. So. Weil, guck mal einmal an, was ist das denn? Hier ist ein neues Häuschen. Das ist nämlich Geppettos Haus. Pinocchio? Hey, du bist der Sora. Oh, hallo Sora. Wie seid ihr hierher gekommen? Ein Mann namens Leon hat uns geholfen und uns dieses Haus besorgt. Er hat sehr viel für uns getan. Ich weiß nicht, wie ich das hier wieder gut machen kann. Ich habe gehört, dass ihr die 3D herzlos bekämpft. Ich habe das hier gemacht. Vielleicht nützt es euch. Geppetto Mobil haben wir erhalten. Für uns? Ja, natürlich. Pinocchio und ich sind euch zu Dank verpflichtet. Wir würden alles tun, um euch zu helfen. Alles? Ich werde brav sein, auch ohne Jiminys Hilfe. Ja, aber Jiminy ist ja schließlich sein Gewissen. Was haben wir hier? Wunschgestirn. Haben wir nämlich auch eine neue Waffe. Kurze Reichweite führt aber nach jeder Kombo einen vernichtenden Volltreffer aus. Ja, das heißt, Angriffskraft ist schlechter, ist kurz, also noch kürzer als jeder andere, aber wie gesagt, nach jedem Combo, also nach jedem Abschlussangriff, also jeder Abschlussangriff ist ein Volltreffer. Ja, plus wir einfach mal, sieht doch mal was anders aus. Postkarte haben wir erhalten. Ach, guck mal. Das ist sowas, was wirst du hier mitnehmen können. Nein, aber was war bloß das Geppetto-Mobil war? So, raus hier mal, was ich diesmal gebaut habe. Sid Spezial. Hier für dich. Hast du mehr? Hast du mehr? Ich drücke 3. Diesmal Kaktor. Also der baut uns verschiedene Gummischiffe. Diese Gummisteine sind sehr eigenartig. Ich würde gerne mit ihnen experimentieren. Also ja. Nach einiger Zeit oder bestimmten Story-Abschnitten hat er halt neue Sachen gebaut für uns. So, jetzt sind wir mal hier drüben. Wir können nämlich hier eine Truhe öffnen. Ja, guck mal, eine Postkarte, noch eine. Allein durch Sportsfreund kommt man schon so an andere Sachen. So, dann muss man natürlich die Postkarte wegschicken. Für Mithril. Elixier. Okay, das war's schon. Aber wir müssen ja nochmal zurück nach Merlin, weil wir haben ja noch eine gewisse... wie heißt das? Einen gewissen Edelstein, der in der Beschwörung sein möchte. Und ja, die Effekte von Schlüsselschwert zu Schlüsselschwert variieren. Ich spring mal drüber. Ich finde, das sieht ganz lustig aus. Hallo? So. Ja, da ist er nochmal reingelaufen. Schön. Ein bisschen Geplänkel mit denen, aber wir wollen ja zum zauberhaften Häuschen. Wirklich. Aber was ist das bitte für ein Sprung, Sora? So. Den und los. Drüber. Schön, schön.
Ne? Gelbes Trio-Tech. Fehlt uns leider auch die Fähigkeit für. Hallo? Mann, Donald. So. Wo ist sie? Da. Einfach da vorbeigelaufen. Und noch ein Beschwörungsstein. Dann wollen wir es mal erlösen. Da beginnen wir mal. Bibidi, babidi, boo. Dumbo kann gerufen werden. Wenn ihr mir von Stein findet, bringt sie mir. Ja. Aber wollen wir gleich mal zeigen, was Dumbo so kann. Ihr macht erstaunliche Fortschritte. Dies ist für eure Bemühen. Oh, Exterminator. Wir haben direkt ein neues Schlüsselschwert bekommen. Ich glaube, Exterminator war sogar noch besser. Ja, Maximum MP steigen um 2. Angriffskraft von Magie und Rufen steigt erheblich. Das ist halt ein richtig schönes Magieschlüsselschwert. Aber leider ist das nicht gerade das, was wir haben wollen. Du willst das üben? Klar! Und beweglich, damit die nicht direkt einem vor die Gesicht fliege. Also. Natürlich werden wir beim Ruf noch kleiner. Tsunami! Hui! Kann es auch hochgehen? Nee. Gotcha! Gotcha! So, das war Dumbo. Schön, ne? Könnte man eigentlich. Nee, hätte sein können. Das ist Stopp. Da kann man halt ein paar Mal draufhauen. Und dann kommt der ganze Schaden. Ist halt ganz nett, aber naja. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das sind die anderen zwei einfach besser. So, das war auch jetzt gerade das, was wir hier machen wollten. Wir haben ja keine Seite bekommen, keine verlorene Seite. Aber es gibt ja einen neuen Cup, den wir bestehen wollen, weil wir wollen ja das sogenannte Preisgeld. Steht hier was? Es gibt einen neuen Helden des Spiels, Sora. Ja, schön, ne? Ah, ich will das Gelbe machen können. Ist verschlossen. Ja, ach was, wirklich. Ist ja was ganz Neues. Schon Stufe 29. Hm. Kennt die Regel, oder? Wir möchten natürlich den Pegasus Cup machen. Nachdem man einen Cup zu dritt gemacht hat, kann man danach auch den alleine machen, aber. Ja. Geht auch besser. Die Gesetzlosen. Augenwerfer, Wüstenräuber und Turbopropper. Meister Propper, Turbopropper. Der Nachteil von dem Schlüsselschwert ist halt, dass es so elendig kurz ist. Gute Arbeit, Donald. Das ist gut. Snack. Irgendwo, ich hätte gucken sollen, ob es sich neue Waffen gibt für die zwei. Die Malik, Wüstenräuber, Achana, Lied und Schattenläuche. Das sind noch die richtig schlechten Schattenläusche, die nur einen Erfahrungspunkt geben. Takeshis? Takeshis Castle? Die Draufhau, Böllerwampe, Ado-Wampe, Arachone und Arachnid. Na, ich dachte mir schon, dass die ankamen. So, alle weggemacht hier. Oh yeah. Kofi kommt einfach nicht an seine Quotes. Die Voltex, ach, oh, Zipfler und Vita-Zipfler. Ach, schön, wie man drüber springt. Komm schon. Meine Güte, so ein kurzes.
Ja, Goofy, dann zeig mal hier. Ich will mal deinen Quote hören. Gute Arbeit. Hm, schade. Hängt wohl doch nicht damit zusammen, wenn der letzte Schlag gesetzt hat. Die fetten Möpse. Böllerwampen und Augenwerfer. Augenwerfer ist auch ein netter Name für diese komischen Wesen. Ja. So, 20. So. Kein MP mehr, aber was soll's. Kriegen wir ja noch durch Schlagen und Schaden einstecken. Die Pilzer, Giftfungi. Diese Art von Fungi sind böse. Die können nämlich auch wirklich angreifen und Schaden machen. Und hat auch so Giftwolken aus. Teilen. Ja. Und hat natürlich sich in zu Stein verzogen. In Stein und Form zaubern. Wodurch die halt natürlich absolut unantastbar sind. Also ich weiß nicht, wie man sonst an die rankommen sollte. Aber dafür gibt die halt Mords Erfahrung. 96 pro Stück ist halt echt viel. Im Gegensatz zu hier so 10. Die Dunkelwitwer. Ach, da mitten der Rachordner. Oh na. So, haben wir schon mal mehrere weggemacht. Was macht der da? Was hat denn? Ja, Goofy! Goofy Power! Pegasus Cup Platz 2. Die Kolossalen. Böllerwampe 3 und Adewampe 2. So. Tech-Punkte, wenn mit die beim Ausatmen stören. Von dem Schiff von hinten. Aua. Ne, lass das mal. Ich hab gesagt, lass das mal. Das should help, aber naja. Na, dann haben wir uns. Dann haben wir jetzt schon mal für die letzte Runde. Da haben wir keine Mana mehr. War ja ein bisschen ausgiebig. Yuffie und Leon. Yuffie und Leon. Platz 1. Nee, lass das mal. Nein, lass das. Lass das. Ah, guck mal. Schaden, die dadurch bekommt. So. Oh nein, zu früh. Aber Hauptsache, das gibt 16 Erfahrungspunkte. Ja, ist das supposed to treffen? Ja. Hallo, Leon. Jetzt macht natürlich Yuffie die richtig große Sachen. Aua. Ne, lass doch mal, Leon. Yuffie muss erstmal dran glauben. Aua. Nein, ich bin nicht ready. Geh mal weg mit deinem riesen. Aua. Bitte was? Bitte was? Ja, gut. Runde 2. Ey, das sind gute Erfahrungspunkte. Das hätte mich nicht treffen dürfen eigentlich. Ich war in meiner Ausweichrolle. Ich war mein Unverwundbarkeitsframe, verdammt. Nee. Das finde ich doof. Ich fühle mich verarscht. Wüstenräuber und so Zeug, ja, das kennen wir alles schon. Ja,
Ja, und ihr seid immer noch nervig. Aber wenn ihr ein bisschen länger überlebt hättet, ihr zwei. Okay, davon durften wir uns das mal anhören. Hier drauf auch. Böllerwampe, Adewampe, ja, blieb, blub, blub. Aua. Fängt der halt so schnell an. Na, guck mal, wie viel Schaden die letzte Schlacht macht. Takeshi. Naja, alles muss drauf. Die Voltix. Die springen sich Gott sei Dank nicht in der Luft. So, zweimal den Schlag. Immerhin weiß Dora, dass er nicht das einsetzen soll. Ah, jetzt kommen viele Goofy-Quotes. Schön. Immer weiß Dora, dass er nicht die Magie einsetzen soll, gegen die gut sind. Aua! Ja, gut, dann machen wir erst die Kleinen. Aber es gibt noch ein Schlimmeres. Hallo? Ein etwas schlimmeres Land. Wo ich echt keine Lust habe, hinzufliegen. Oh, wenn ich schon dran denke, ey. Das wird echt nervig. Zumindest hier im ersten Teil. Danach? Das geht's eigentlich voll in Ordnung. Ein paar Giftfungi. So, tragbare Items und Charmeur. Ja. Richtig krasses Gameplay gerade. Ja. Ja, schön vergiftet. Guck mal, wie die HP runtergeht. So, aber wie gesagt, da war ein Level für jeden schon mal. Oder war das schon für jeden? Oder nur für Donald und mich? Ja, wir explodieren. Machen wir alle? Nö. Jetzt haben wir alle. Ja, Donald, der natürlich wieder K.O. war, so mit den Sieg ein. Ja, die Genie haben schon mal das Vergnügen. Aber diesmal haben wir auch am Ende was Mana übrig. So. Wenn sie so kommen, da wird er gekontert. Warum wurde der letzte Schuss jetzt voll über mich drüber? Nee, der schießt einfach drüber. Der letzte Schlag, der macht richtig viel Schaden. So, jetzt Platz 2. Ne, Platz 1. Ja, stimmt ja. Die waren ja Platz 1. So, Yuffie. Runde 2, ne? Aua. Hallo? Da hab ich gar nicht gesehen, ey. Wie viel Schaden der macht, der Penner? Wie viel Schaden? Aber hey. Level! Charmeur, ja. Kräuterschutz wäre auch gar nicht so schlecht.
Halt 13, ne? Wie willst du da 5 noch reinballern? Evolution. Nutz MP, um die Gruppe um 30 LP zu heilen. What? Das kann der? Sowas hat der? Dann mach ich das mal weg und Charmeur. Da kann er dafür seine MP benutzen. Ausnahmsweise. So. Das war jetzt Beschiss. Probieren wir es nochmal. Ich lass mich doch nicht hier so untermuttern. Runde 3. Fängt dann halt so an. Ey, diese Spinner, ne? Wir sind doch jetzt ungefähr Level 30? Und kein Trotzkopf. Oder Dickschädel. Wo sind die denn? Die Madigen. Naja. Ja. Eine komplette Runde nur Arena, ey. Ist ja echt. Oder eine komplette Folge nur Arena. Ah, ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass es den Schild gibt. Ich vergesse immer den Windschild. Weil es den nur im ersten Teil gibt. Der sollte auf jeden Fall helfen, jetzt uns mit Leon und Yuffie auseinanderzusetzen. Bestimmt hat gerade Leon einfach nur noch genug Schaden gemacht. Wahrscheinlich. Ha, genau. So, weg mit dir. Ach, da ist noch ein Alarm. Chillen. Schön, dass das die Power des Keyblades ist. Hätten wir vorher gebrauchen können. Gegen Yuffie und Leon. Kurzes Schlüsselschwert ist halt natürlich so ein bisschen. So, endlich mal ein. Ah, oh, die sind so nervig. Bleib hier. Jetzt hat der zweite nicht getroffen. Schlag. Zu kurz. Meine Güte. Anstrengend gerade. Aber das muss man, wie gesagt, als Trainingssession nutzen. Wie auch immer ich gerade den Tischpunkt bekommen habe. Ja gut, dann halt nicht. Aber wie seht, versucht da so einer weg zu entflinden. Das gibt da Tischpunkte. Und normalerweise lässt er dann eine ganze Menge HP fallen, soweit ich mich erinnere. Aber natürlich im fucking Kolosseum gibt's sowas nicht, wie HP verlieren. So. Hat schon mal richtig viel MP gekostet. Toll. Nochmal schön Erfahrungsboost von den Giftpilzis. Ja, bevor ich noch nie gesehen von denen. Das ist eine Giftberührung. Wirklich spannend, diese Kämpfe gegen die. Naja, immerhin der letzte Schlag, der lässt sich zumindest ein bisschen taumeln. Takeshi. Platz 4 wieder mal zum dritten Mal. Au. Das Schild würde ich selbst gehalten, also nicht zum Beispiel Goofy.
So. Runde 3. Die Feuerwampen sind ein bisschen was nerviger, weil sie die ganze Zeit schießen. Au. Und halt nur die ganze Zeit von hinten treffen, ist ja auch ziemlich nervig. Na, das habe ich aber gesehen, wo du ausgeholt hast. Natürlich, schön ausweichen in die Hände rein, damit er ja auch schön ein paar Chänchen machen kann. So, ich hoffe, Goofy und Donald sich ein bisschen ausruhen. Und das war's jetzt mit Ausruhen, Leute. Steht mal auf hier. So, Runde 3. Los geht's. Ne, Leon, lass ab mal. Ja, guck mal. Naja, ich hab's ja vergessen. Aber. Kostet ja auch viel mehr, ey. Ja, guck mal, wie wenig Schaden das jetzt gemacht hat. Bleib hier! Aua! Hallo! Ist gut jetzt! Au! Hallo! Oh, das ist doch echt nicht der in fucking Ernst! Okay, wir sehen uns einfach mal wieder, wenn ich diese Runde geschafft habe. Weil das geht es gegen meine Ehre. Also, bis dann!